Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Herzlich willkommen zu dieser Andacht. Nun, was Jesus meint, was er sagt, das ganze Gesetz und die Propheten hänge an diesen zwei Geboten. Was bedeutet das? Nun, wenn du in ein Haus kommst, ein Haus betrittst und eine Jacke in einen Vorraum an einen Haken hängen möchtest, dann versteht es sich von selbst, dass der Haken da sein muss, bevor ich meine Jacke darauf hängen kann. Jesus sagt, das ganze Alte Testament hänge an zwei Dingen: der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Und wenn das Gesetz und die Propheten an diesen beiden Geboten hängen, dann müssen diese beiden Gebote schon da gewesen sein, bevor es das Gesetz und die Propheten gab. Diese beiden Gebote vereinen in sich die elementaren, ewigen und unveränderlichen Forderungen Gottes: Liebe ihn und deinen Nächsten. Das ist die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit. Diese Forderung wird mehrfach im Neuen Testament wiederholt, zum Beispiel in Römer 13, Vers 8 bis 10, wo es heißt: Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Paulus macht hier ein absolut kompromissloses und konkretes Statement: Die Erfüllung des Gesetzes ist die Liebe. Er wiederholt das in Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Nun sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben. Wenn du dich selbst nicht liebst, was hat alles andere für einen Zweck? Wenn du deinen Nächsten liebst, wie du dich selbst nicht lieben kannst, wie kannst du dann also den Nächsten lieben? Dass man sich selbst nicht lieben kann, geht auf Ablehnung und Minderwertigkeitsgefühle zurück. Und beides hat in unserem Leben keinen Platz. Denn diese Dinge öffnen die Tür für den Widersacher, öffnen die Tür für Zweifel. In Galater 5, Verse 22 bis 23 lesen wir: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Wer in der Frucht des Geistes lebt, muss sich von keinem Gesetz kontrollieren lassen. Kein gottgegebenes Gesetz würde uns je davon abhalten, zu tun, wozu uns die Frucht des Geistes anspornt. Werfen wir noch einen Blick auf 1. Timotheus 1, Vers 5. Paulus sagt: Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Der erste Teil des Zitats ist nicht optimal übersetzt. Paulus meint hier vielmehr das letztendliche Ziel meiner Botschaft. Er sagt, der Hauptzweck, die eigentliche Absicht, die hinter all seiner Predigt stecke, lasse sich in einem Wort zusammenfassen: Liebe. Jede religiöse Aktivität, Lehre oder Predigt, jede Aktivität, jede menschliche Aktivität, die nicht darauf abzielt, Liebe hervorzubringen, verfehlt das eigentliche Ziel Gottes. Paulus fügt ihm noch hinzu: Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Jede Lehre, so schön sie auch klingen mag, die es sich nicht zum Ziel gesetzt hat, Liebe hervorzubringen, ist nichts als leeres Geschwätz. Außerdem erwähnt Paulus hier, dass viele Leute Gesetzeslehrer sein wollen, aber das Wesen und das Ziel, die Problematik des Gesetzes nicht verstanden haben. Dann folgt ein weiteres wunderbares Statement: Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist. Verse 8 bis 9.
Nun bist du durch Glauben an Christus gerecht geworden? Kannst du das mit Ja beantworten? Wenn nicht, dann bist du versucht, in die Gesetze zurückzufallen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, Römer 5, Vers 1. Jesus hat uns durch sein Blut gerechtfertigt. Nun ist es an jedem von uns, das im Glauben zu ergreifen, um nicht wieder in die Gesetze zurückzufallen. Und es ist an uns, uns durch den Heiligen Geist so erneuern zu lassen, dass wir alles, was wir tun, aus Liebe zu Gott tun, aus Liebe zu dem Nächsten, aus Liebe auch zu uns selbst. Aber diese Selbstliebe darf nicht in überspitzten Egoismus ausarten. Denn dies ist ein weit verbreitetes Phänomen, dass Menschen immer zuallererst an sich selbst denken. Aber wenn wir klar sind mit uns, wenn wir uns lieben, wenn wir Frieden haben, weil wir uns in Gott neu gefunden haben, in Christus, dann ist Selbstliebe genauso selbstverständlich, wie den Nächsten zu lieben und die Dinge aus Liebe für Gott zu tun. Lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, heilig ist dein Name. Heilig, heilig, heilig. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Du bist mein Vater im Himmel. Und ich glaube an deinen Sohn. Und ich glaube daran, dass ich durch sein Blut gerecht gemacht bin. Ich glaube daran und empfange den Heiligen Geist, der durch mich wirken soll, der meine Sinne erneuern soll und dies auch tut. Gott Vater, ich gebe mich dir hin, Körper, Geist und Seele. Im Namen Jesus empfange ich den Glauben, der mich eine neue Schöpfung sein lässt. Amen. Diese Andachtsreihe ist der Wille Gottes. Durch den Heiligen Geist sollst du Klarheit erhalten, um die ganze Erfüllung Gottes in deinem Leben zu sehen. Du sollst wissen, wer du in Gottes Augen bist. Du sollst leben, wie es deines Kindes Gottes würdig ist und ein lebendiger Brief des Christus in dieser Welt sein, sichtbar für jeden Menschen. Und Gott Vater wünscht sich den Leib in seiner vollen Kraft. Er ruft jeden Teil des Leibes, eine neue Erweckung zu erhalten. Morgen wird es eine neue Andacht zu diesem Thema geben. Höre den Heiligen Geist, wie er dich leiten, führen, bewahren und erfüllen will. Schau dich in den Beschreibungen der Videos der Andachten um, abonniere diesen Kanal. Denn dieser Dienst ist für die Nachfolger Jesu, für den Leib, für eine völlig neue Erweckung in dieser Zeit, in der Menschen in die Bedrängnis geraten und erkennen, dass ohne Gott Vater, ohne Jesus, nur noch die Dunkelheit und der Untergang wartet.
Im Namen Jesu sollst du leben. Der Name Jesu soll auch für dich endlich vollkommene Errettung bedeuten. Amen.